herzliches Willkommen. Wir sind in der KW18 in der Beziehungslegung, das Shortcut für die Woche 2. bis 8. Mai 2022. So, wir haben Venus und Pluto direkt am 1. Mai gehabt. Das ist schon sehr gut. Also Leidenschaft, die Leidenschaft, ja. Am 2. haben wir Venus im Widder. Da ist man sehr von sich überzeugt und ist auch, was Liebesdinge betrifft, nicht so zimperlich. Das ist schon ganz gut. Sonne und Mars sorgen dafür, dass zwischen 2. und 11. Eben auch, ich sag mal, kein Auge trocken bleibt, was die Beziehung betrifft. Da haben wir sehr viel Feuerenergie drin. Und dann haben wir auch Uranus und Mars vom 3. bis 6. Da haben wir eben Überraschungen drin, ja, auch in diesen Dingen. Und man sollte eben seine Intuition auch gut hörbar bei sich tragen, sozusagen. Ja, wir sollten eben ein bisschen sensitiv damit umgehen. Merkur ist ja in den Zwillingen und macht dadurch auch kommunikativ. Und das sorgt auch dafür, dass man sich auch in Beziehungen gut unterhalten kann und das auch möglichst tun sollte. Vor allen Dingen, weil wir ja ab 10. dann Merkur rückläufig haben. Das habe ich jetzt oft genug erzählt. Wer es noch nicht weiß, wird spätestens am 10. merken. Ja, dann haben wir noch eine Verbindung von Jupiter und Pluto. Vom 29. April geht diese Energie schon bis zum 8. Also man kann sehr viel erreichen, man kann viel machen und eben auch in Beziehungen kann sich das lohnen. Also ich denke mal, es ist wichtig, aufeinander zuzugehen, nicht zu eigensinnig, sondern kompromissbereit auf den Partner, die Partnerin zuzugehen. Auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, tolerant zu sein und vor allen Dingen das Wichtigste in Beziehungen, wie ich finde, dass man nicht irgendwas in sein Gegenüber hineininterpretiert, so die Vorstellung, die man hat oder die Ideen, die man hat, wie eine Beziehung sein sollte, dass man dem anderen das so überstülpt, sondern dass man das realistisch sieht, passt das oder passt das nicht und was nicht passt, kann man ja vielleicht auch passend machen durch Gespräche. Und indem man sich auch immer wieder überzeugt, ja, wie man zueinander steht und wie man die Dinge sieht. Und das ist in Beziehungen wichtig und kommt manchmal leider ein bisschen zu kurz. Das ist nur meine Anregung für den Wonnemonat Mai. Ich hoffe, das funktioniert alles und wir schauen uns jetzt die Kurzlegung in Beziehungen an. Viel Spaß! Herzlich willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute beim Shortcut in Sachen Beziehungen für den Wassermann für die KW 18, 2. bis 8. Mai 2022. Dabei ist es unabhängig davon, ob es um eine Paarbeziehung geht oder als Single. Es geht um die Energien, die da sind, was man nutzen kann, die man anwenden kann, gerade so in Beziehungen. Was haben wir da für eine Energie allgemein für den Wassermann? Wir haben die Sonne, gute Stimmung, hervorragend, schön. Mit der Sonne im Stier haben wir natürlich Verlässlichkeit, ist wichtig. Ne? Wir schauen uns mal das Thema an. Deine Energie, die deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? So, und dann wollen wir natürlich noch einen Zusatzhinweis, was natürlich hilfreich ist. Okay, was ist das Thema in dieser Woche? Wir haben den Ritter der Kelche. Liebevolles Entgegenkommen. Das bedeutet, freundlich, nett, zuvorkommen, Tür aufhalten, nett sein, freundlich sein. Deine Energie ist der Eremit. Eremit ist so ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen ja, nach innen gerichtet, nicht nach außen. Bei deinem Gegenüber haben wir die 5 der Kelche, da ist jemand ziemlich traurig. Also ihr seid mehr oder weniger beide so im Eremitenstatus, aber vielleicht könnt ihr euch deshalb freundlich einander nähern, denn die Sonne ist ja hier. Wir haben die 7 der Stäbe. Du stehst für deine Belange ein, kannst sie gut rüberbringen, gut artikulieren. Hier haben wir die 7 der Kelche. Da ist ein bisschen Illusion drin. Vielleicht hat sich dein Gegenüber irgendwas gedacht oder hat etwas in dich hinein interpretiert, hat vielleicht seine oder ihre Vorstellungen so ein bisschen. Da muss man drüber reden. Das passt nicht so ganz. Da ist es ja auch wichtig, dass du sagst, wie du dazu stehst. Die Kraft bedeutet ja, diszipliniert zu sein. Also auch zuzuhören, was der oder die andere möchte. Der Gehängte, dein Gegenüber bemüht sich, dich als Wassermann zu verstehen. Ist auch nicht immer ganz leicht. Wirst du ja auch
aus der Vergangenheit wissen, wenn Kartenlegungen waren. Der Wassermann ist sehr selbstständig, eigenständig, geht voran, möchte seine Ziele erreichen und ist da manchmal so ganz unbedarft, hat tolle Ideen, aber sieht nicht, dass er dabei ein paar Leuten vielleicht auf die dicken Onkel tritt. Das kann passieren, aber gute Stimmung, Sonne bedeutet ja, es lohnt sich, es ist positiv. Zwei der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen, die haben wir heute ganz oft gehabt, die Karte, weil wir auch gute Energien für Kommunikation haben. Man kann gut aufeinander zugehen, man kann gut füreinander Verständnis finden. Und das sollte man versuchen. Man muss sich ja nicht stunden- und tagelang darüber austauschen, aber man kann ja einfach mal sagen, hör mal, wie hast du das gemeint? Habe ich das richtig verstanden oder sehe ich das falsch? Irgendwie so, ja. Kommunikation ist gerade in Beziehungen äußerst wichtig, ja. Und man sollte eben auch, naja, darauf achten, dass die nicht einschläft, ja. Folge der Stimme deiner Intuition und natürlich deiner Gefühle. Was empfindest du? Was brauchst du? Was willst du? Und dann sag es deinem Gegenüber. Ja, vielleicht auch die Träume. Dein Gegenüber darf dir ja auch erzählen, was er oder sie sich erträumt. Ja, das ist positiv. Man öffnet sich. Man baut Vertrauen auf. Man baut gute Stimmung auf. Man will einander verstehen. Und das ist Grundvoraussetzung für eine Beziehung. Also, dann wünsche ich dir natürlich gutes Gelingen, tolle Gespräche, gutes Aufeinanderzugehen und gute, positive, optimistische Energie. Bis bald.